kann aus diesem Bericht nicht angewandt werden. Danke, Herr die Vorsitzende. Danke, Frau Yannakoudakis. Herr Stadler. Frau Präsidentin, ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Noch nie war die Europäische Union und ihre Institutionen so mächtig und noch nie waren sowohl die Europäische Union wie auch die Institutionen der Union bei der Bevölkerung der einzelnen Mitgliedsländer so unpopulär. Und einer der Gründe ist auch hier in diesen Berichten zu finden. Ich will nur einige wenige Beispiele einer ganzen Latte von solchen Gründen anführen. Man hat den Menschen versprochen, nicht der Bürger zahlt die Zeche für die Finanzkrise, sondern der private Sektor. Hier wird genau das Gegenteil vorgeschlagen, ein neuer fiskaler Sozialismus. Man verlangt eine Bankenunion. Das ist geradezu eine Offenbarung der Hilflosigkeit. Statt einer Bürgerunion bilden wir jetzt eine Bankenunion. Die Bürger beschleicht immer mehr das Gefühl, dass diese Union nur mehr für die Banken da ist, aber nicht mehr für die Bürger. Das ist eine neue Form eines Kommissions- und Ratseuropas, das sich völlig vom Bürger abhebt und sich vom Bürger wegentwickelt. Diese Bankenunion verschleiert nur das Problem, dass wir bis heute nicht in der Lage sind, die Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Diese Bankenunion ist abseits der europäischen Rechtsordnung. Sie fundiert nur auf einem Beschluss des Rates, der in Wirklichkeit sogar mit dem ESM-Vertrag im Widerspruch steht. Ich könnte noch eine ganze Latte solcher Beispiele bringen. Dieser Bericht ist nur abzulehnen. Merci, Monsieur. Dankeschön, Herr Stadler. Herr Utias, bitte. Nein, Frau Markovay. Thank you. Schönen Dank. Ich unterstütze die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Wir haben einen gemeinsamen Markt.